Es bleibt ja nicht aus, dass ich durchaus auch eure Kommentare lese, die ihr unter meinem Video postet. Und die allermeisten von euch, die posten ja unter Pseudonym. Und natürlich führt das bei dem einen oder anderen Kommentar bei mir auch dazu, dass ich mich frage, wer wohl hinter diesem Pseudonym steckt. Und jetzt ist es ja erfreulicherweise so, dass ich zum einen über fast grenzenlose Empathie verfüge und zum anderen telepathische Fähigkeiten besitze. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Und deshalb ist es für mich natürlich ein leichtes, wenn ich meine Sensoren scharf stelle, herauszufinden, was für eine Person hinter den Pseudonymen steckt. Und ein paar von euch haben gesagt, das wollen wir wissen, ob das wirklich stimmt. Und haben gesagt, los, analysiere mein Pseudonym. Nichts lieber als das. Fangen wir mal mit dem hier an, mit unserem Engel auf Irrwegen. Also, lieber Engel auf Irrwegen, zum einen bist du weiblich. Du bist 38 Jahre alt und du magst Papageien. Warum? Das hat sich mir allerdings noch nicht so ganz erschlossen, aber so sieht es erstmal aus. In deiner Kindheit warst du ein sehr wildes Kind. Du hast extrem viel Unsinn gemacht, sodass deine Eltern schon so ihre liebe Not mit dir hatten. Und deine Oma, die war so vom alten Schlag und die hat dich immer Bengel genannt. Und sie war auch dafür, dass du mal vernünftig bestraft wirst und wenn du halt wieder Unsinn angestellt hast. Und es gab so eine Geschichte, mal als Beispiel aus deiner Kindheit, da hast du in der Schule heimlich in dem Bioraum oder in diesem Biolabor, da hast du Fruchtfliegen befreit. Die gab es da in so großen Terrarien und die surrten rum. Es waren so verschiedene Sorten, die man so für den Genetikunterricht braucht, so mit langen Flügeln und Stummelflügeln und sowas alles. Und du fandest das schrecklich und hast gedacht, das kann nicht sein, dass hier Fruchtfliegenmord begangen wird für Genetikunterricht. Und deshalb bist du heimlich hingegangen und hast diese Fruchtfliegen alle befreit. Und das führte zu einer wahnsinnigen Fliegenplage in der Schule, sodass die Schule den Kammerjäger kommen lassen musste, um dieser Plage Herr zu werden. Und deine Eltern mussten den ganzen Spaß auch noch bezahlen. Und die waren so, ich sag mal, hin und her gerissen zwischen Ärger über dich, aber auch irgendwie eine Art von Stolz. Nur deine Oma, die fand, dass de Bengel nun dafür einfach mal übers Knie gelegt werden sollte. Man muss dazu auch sagen, wie gesagt, die Oma war vom alten Schlag, die hatte es auch nicht so mit dem Gendern, sondern die hat einfach gesagt, der Bengel, dem gehört mal der Marsch geblasen. Und von diesen Geschichten gab es ganz schön viele in deiner Kindheit und in deiner Jugend. Und du hast oft in den allerbesten Absichten, anders kann man es nicht sagen, auch oft ganz schön viel Chaos verbreitet. Und irgendwann sagte deine Mutter mit einem lauten Seufzen, nachdem sie sich also auch wieder die Tiraden ihrer Mutter, also deiner Oma, über dich anhören musste, und dass du einfach eben, dass du kein Bengel seist, sondern du seist ein Engel, aber halt ein Engel auf Abwägen. Und diese Liebeserklärung an dich und dieses Verzeihen von all den Dingen, die du so angestellt hast, das ist dir einfach im Gedächtnis geblieben. Und heute trägst du diesen Namen Engel auf Abwägen manchmal wie so ein Schutzschild vor dir her. Vor allem, wenn du wieder im Begriff bist, etwas anzustellen, von dem du genau weißt, dass du sehr wahrscheinlich Ärger dafür bekommen wirst. Dazu zählt unter anderem auch dein Job, keine Frage, denn du arbeitest offiziell zwar als Sozialarbeiterin, aber du hast noch ein geheimes zweites Leben, noch einen anderen Job. Und was du da schon alles erlebt hast und angestellt hast, also das erzähle ich den anderen beim nächsten Mal. So, als nächstes haben wir dieses Pseudonym hier, Pippi Longstocking. Das ist nun tatsächlich sehr einfach. Pippi, du bist Anfang 40 und in deiner Kindheit hast du Pippi Langstrumpf extrem geliebt.
Und deine Eltern, die waren der Meinung, dass ihre Kinder möglichst zweisprachig aufwachsen sollen. Und deshalb bist du schon in der Grundschule, deine Schule gegangen, wo vom ersten Schuljahr an auch Englisch unterrichtet wurde, sodass du eben in zwei Sprachen aufwächst. Und weil deine Eltern es extrem gut damit meinten, haben sie dir als Kind dann eben auch die Bücher bei Pippi Langstrumpf auf Englisch geschenkt, eben die Bücher über Pippi Longstocking. Jetzt könnte man meinen, das erklärt deinen kompletten Namen, aber das ist tatsächlich nur die halbe Wahrheit. Denn Pippi Langstrumpf hat dich zwar massiv beeindruckt, einfach weil sie so ein furchtloses, fröhliches Mädchen war, was sich die Welt erobert hat, aber de facto hat das Longstocking einen ganz anderen Hintergrund. Du bist nämlich ein Strumpfhosenliebhaber, um nicht zu sagen, du bist quasi eigentlich schon fetischistisch unterwegs und du besitzt unfassbare 223 Strumpfhosen. Und du hast sie in deinem Schrank, hast dann so ein ganz langes Regal unten in deinem Schrank. Entschuldigung, da drücken wir mal eben weg. Und du hast in deinem Schrank unten ein Regal und da liegen diese ganzen Strumpfhosen so nacheinander sortiert. Da liegen die. Und manchmal, wenn du schlecht drauf bist, dann gehst du an deinen Schrank und du öffnest ihn und du erfreust dich an diesen ganzen wunderbaren Strumpfhosen, die du da hast. Es erklärt sich von selbst, dass deshalb auch der Herbst und der Winter deine liebsten Jahreszeiten sind, weil da kann man halt Strumpfhosen tragen. Nur ein paar Strumpfhosen, ein paar Strumpfhosen, das hast du als Erwachsene bis heute nicht getragen. Und das ist das Paar, das aussieht wie die Strümpfe von Pippi Langstrumpf. Und du trägst es nicht, weil du denkst, boah, das kann man als Erwachsene ja nicht machen, das ist ja total kindisch und das geht nicht. Und weißt du, ich möchte dir sagen, warum geht das nicht? Warum willst du der Welt nicht zeigen, was für ein fröhlicher und furchtloser Mensch du bist? Ich sage dir, davon braucht diese Welt mehr. Und es braucht mehr Menschen, die sich manchmal anziehen wie Pippi Langstrumpf und uns daran erinnern, wie fabelhaft die Welt ist, wenn man sie sich macht, wie es einem gefällt. Sharkloft. Du hast unnötigerweise bereits in einem Kommentar verraten, dass du noch relativ jung bist. Das hättest du gar nicht tun müssen, denn allein schon deine Ungeduld, die hat verraten, dass du sehr jung bist. Aber auch das wäre egal, denn dank meiner telepathischen Fähigkeiten ist es ja sowieso überhaupt kein Problem für mich zu wissen, wer du bist. Fangen wir mal mit deinem Pseudonym, mit deinem Namen an, den du dir gegeben hast. Dass du ein Hai-Fan bist, ich sag mal, das ist nicht verwunderlich, das liegt hier auf der Hand. Du hast als Teenager den Film Jaws gesehen. Und zwar war das, als du im Schüleraustausch warst. Und zwar warst du in Kanada, am Pazifischen Ozean, und zwar in der Hauptstadt von British Columbia. Und diese Hauptstadt heißt Victoria, die Provinzhauptstadt. Und da warst du halt, da war der Ozean. Und du hast mit deinem Kumpel, wo du da im Austausch warst, halt diesen Film gesehen. Und das hat dich irgendwie mächtig beeindruckt. Du hast gesagt, boah, krass. Das andere, was dich sehr beeindruckt hat, in dieser Austauschzeit, war, wie deine Gastfamilie gelebt hat. Die hatten nämlich so ein cooles, umgebautes Industrieloft. Und für jemanden wie dich, der in so einer Doppelhaushälfte groß geworden ist und zu Hause gelebt hat, war das einfach mega. Und du hast immer gedacht, boah, das ist aber cool. Sowas möchte ich später auch haben. Und dann bist du zurückgekommen nach Deutschland und irgendwie brauchten diese Erinnerungen eine Hommage. Und als du dann dich bei YouTube angemeldet hast und deinen Kanal erstellt hast, hast du gedacht, Mensch, irgendwie Shark, das wäre irgendwie ganz cool. Und du wolltest diese Idee, wie du später leben willst, in so einem Loft auch am Leben erhalten. Und so kam Shark Loft heraus. Eine etwas krude Mischung in der Tat. Wenn man aber dann zusätzlich noch weiß, so wie ich, dass du auch ein Fan von Musik bist, von Bands, die komische Namen haben, dann wird glasklar, warum du dich Shark Loft genannt hast. Denn du bist zum Beispiel auch ein Fan der einstürzenden Neubauten.
Das nächste Pseudonym ist nun tatsächlich wirklich ganz einfach. Das ist das von Timora Y. Du bist weiblich, du hast braune Haare, so ein bisschen so schulterlang und du hast das Pony so fransig in die Stirn geschnitten, sodass du, wenn du es drauf anlegst, ein bisschen schütteln kannst und dich auch ein bisschen noch hinter diesen Haaren verstecken kannst. Du siehst extrem nett aus, kann ich nicht anders sagen. Und das führt allerdings auch dazu, dass manche Menschen manchmal meinen, dass sie dich unterschätzen könnten. So, oder dass sie dich nicht ernst nehmen müssten. Und das hast du auch beruflich schon öfters erlebt. Dabei gehst du deinen Weg, keine Frage. Aber du hast halt hier und da auch schon Federn gelassen, musstest dich zur Wehr setzen gegen Neider und Mobber und hast dir aber glücklicherweise trotzdem oder vielleicht auch dadurch ein gesundes Selbstwertgefühl erarbeitet. All das verrät mir dein Name, denn Timora, das ist die Herrin des Glücks. Und du hast früh erkannt, dass, wenn du es erst erreichen willst in deinem Leben, du selbst deines Glückes Schmied bist. Das hast du auch in deiner Kindheit immer wieder erlebt, denn du warst ein extrem wissbegieriges Kind und du hattest 1000 Fragen. Es war immer das Why, warum ist das so? Und deine Eltern, die waren irgendwann fertig mit der Welt und haben gesagt, ey Kind, hier ist ein Tablet, hier Google, hier was auch immer. Irgendwann waren die einfach fertig mit ihren Kapazitäten, dir alles beantworten zu können. Und so hast du dich selbst auf die Suche nach Antworten gemacht und bist dadurch auch relativ früh selbstständig geworden für dich. Und es ist nach wie vor so, und deshalb dieses Y, das Y, dass du alles wissen willst, dass du gerne alles durchdenkst, dass du vieles in Frage stellst. Ja, man könnte sagen, im Prinzip bist du so eine Art wandelndes Fragezeichen. Und heutzutage gehst du auch mit dieser Haltung noch durch die Welt, aber du zeigst es nicht mehr jedem so, weil du eben auch gemerkt hast, dass das hier und da dazu führt, dass Menschen vielleicht, wie soll ich das sagen, auch schon mal über dich lästern oder dich komisch finden, was auch immer. Dabei bist du eigentlich eine starke Frau, die sich darin auch gefällt, die Dinge zu hinterfragen und die weiß, dass die Welt nicht einfach ist. Und all das symbolisiert das Y, die Timora für, du bist die Herrin deines eigenen Glücks. Nur du bist für die Welt verantwortlich, in der du leben willst. Und das Y für das Fragen, für das Staunen, für das Wissen wollen. Und ich glaube, wenn ich dir was sagen dürfte, dann würde ich dir sagen, es wäre so schön, wenn du mehr von dir der echten Welt zeigst, denn es gibt nicht genug Frauen, die klug sind, die stark sind, so wie du, die Dinge hinterfragen und die vor allem auch etwas zu sagen haben. Und deshalb wäre das an dich die Frage, Timora, wie lange willst du dich eigentlich noch verstecken? DJ Cyberspace. Ich muss erstmal sagen, du bist ein netter Kerl von 28 Jahren. Du bist noch so das, was man vielleicht nennen könnte, der große Junge. Du willst nicht so gerne erwachsen werden und du wirst dabei aber leider trotzdem älter. Dein Name verrät mir, dass in deiner Jugend zwei Dinge für dich elementar wichtig waren. Das eine war die Musik und das andere war Science Fiction. Du hast dich verloren in den unendlichen Weiten und hattest einen großen Spaß daran abzutauchen in die Welt von Star Wars und Star Trek. Das war dir relativ einerlei, welches davon, aber auch andere Science-Fiction-Geschichten haben dich wirklich in den Bann gezogen und beides, Musik und Science-Fiction, an diesen beiden Sachen hältst du auch heute noch fest, während du immer noch auf der Suche nach deiner Bestimmung bist. Denn das ist das eigentliche Thema. Zwar steht Cyberspace, das steht für dich für die unendlichen Weiten, und damit auch für die Idee von unendlichen Möglichkeiten. Und du tust dich wahnsinnig schwer, dich für etwas zu entscheiden. Und diese Faszination für die unendlichen Möglichkeiten haben halt den Nachteil, dass man manchmal nicht genau weiß,
welche man wählen soll. Und genau da stehst du. Aus Angst, den falschen Schritt zu machen, machst du lieber in Anführungszeichen gar keinen Schritt. Das heißt, du bist jetzt Ende 20 und du prokrastinierst so ein bisschen vor dich hin, weil du nicht weißt, was der nächste richtige Schritt ist. Nur weißt du, so funktioniert das Leben nicht, sondern man muss einen Schritt machen und dann gucken, ob es der richtige war und sich dann justieren. Bei dir ist das so, du könntest dein Leben damit verbringen, ungewöhnliche Phänomene einfach nur zu beobachten und zu bestaunen, ohne je aktiv zu werden. Und genau da stehst du zurzeit, bei dieser großen Sinnfrage für dich letztlich, wohin du mit deinem Leben eigentlich willst. Und ich hoffe sehr, du findest die Antwort bald. Das ist schon ganz schön anstrengend mit dieser Telepathie, ich sag es euch, ja. Aber einen machen wir noch. Einen machen wir noch. Und das ist dieser hier. Komm nach Schau. Ich spreche das mal so aus. Also, du bist männlich und du studierst Pharmazie. Letzteres hat nichts mit meinen telepathischen Fähigkeiten zu tun, sondern das hast du einmal unter einem Video gepostet, dass du das tust. Das Interessante ist, und das wissen die anderen alle nicht, aber ich natürlich schon, ist, warum du Pharmazie studierst. Und da sind wir in deiner Kindheit angelangt, denn ein enger Verwandter von dir, der hatte mit Depressionen zu kämpfen. Und in deiner Familie, da war das irgendwie so, man sprach nicht so richtig darüber. Und es hat halt auch nie jemand daran gedacht, dir vielleicht mal genauer als Kind zu erklären, was denn da los war. Und das war übrigens dein Opa für alle anderen. Es war dein Opa, der darunter litt. Und für dich war es irgendwie so, du littest auf eine Art, littest, kann man das sagen, hast gelitten, na, ihr wisst schon, darunter, dass zum Beispiel bei den familiären Weihnachtsfesten, dass du da einen Opa hattest, der vor allem so schweigsam auf dem Sofa saß und so ein Glas Punsch oder auch mal so eine Tasse Tee in der Hand hielt und so schweigsam vor sich hin drehte. Und einmal war es so, du bist zu ihm hingegangen und dann murmelte dein Großvater sowas wie: Ah, ich wünschte, es wäre bald vorbei. Und du als Kind, du hast das nicht verstanden. Du hast gedacht: Mensch, der meint das Weihnachtsfest. Und du warst total entrüstet. Schließlich war Weihnachten. Und Weihnachten ist etwas, was total super ist für Kinder. Und du hast gar nicht verstanden, wie dein Großvater sagen kann: Oh, Weihnachten ist es aber jetzt nicht, dass er das wünschte, dass das vorbei wäre. Und erst Jahre später, und zwar am Grab deines Großvaters, da fiel dir dieser Satz von ihm wieder ein und dir dämmerte da, dass er wahrscheinlich etwas ganz anderes gemeint hatte. Und dort am Grab, da sahst du auch deine weinende Oma und auch deine weinende Mutter stehen und du hast verstanden, dass Depressionen eine Art, bildlich gesprochen, psychisches Unkraut sind, das es auszureißen gilt. Und dieses Bild kam dir in den Kopf, weil auf dem Friedhof neben diesem Grab, daneben war so ein altes Grab, also das frische von deinem Opa, und daneben war so ein altes, und das war so wie so Unkraut überwuchert. Und das stand für dich bildlich auch nochmal für das Vergessen und Vergessen werden. Und die Depressionen von deinem Großvater waren halt auch so, als wenn er manchmal vergessen hätte, wie wunderbar das Leben eigentlich sein sollte und sein kann. Und diese Geschichte, die erklärt, warum du angefangen hast, Pharmazie zu studieren. Denn du hast ein Talent für Chemie und du hast aufgrund dieser Geschichte dich angefangen, dafür zu interessieren, was man dagegen tun kann. Und so kam eins zum anderen. Das erklärt natürlich jetzt dein Studium, aber nicht wirklich deinen Namen, lieber Krom Naschau. Das ist nämlich eine ganz andere Geschichte, aber es hängt damit zusammen. Denn dein Opa, der ist dir noch aus einem anderen Grund im Gedächtnis geblieben. Denn ihr habt, wenn du schon mal da warst und er so auf dem Sofa saß,
zusammen alte Filme und Serien geschaut. Und eine alte Serie, die ihr zusammen geguckt habt, das war Mork vom Ork. Und Krom, dein erster Name, ist das Palindrom von Mork. Und das ist sozusagen eine Hommage an diese Erinnerung. Wenn man jetzt noch weiß, dass dein Großvater bzw. die Familie deines Großvaters ursprünglich aus der Stadt Nashau in New Hampshire stammt, dann hast du, der du übrigens ein Fan des Umständlichen und Verschwurbelten bist, diese beiden Dinge in deinem Namen zusammengebracht, quasi als leise Hommage und zum Gedenken an deinen Großvater. So, jetzt bin ich völlig erschöpft. Das waren die ersten sieben. Ich mache vielleicht zwischendurch noch mal ein paar von euren Pseudonymen, aber ihr wisst Bescheid. Egal hinter welchem Namen ihr euch versteckt, ich weiß trotzdem, wer ihr seid. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen von euch, der vielleicht sogar noch Lust hätte, mich mal persönlich zu erleben. Dann sei noch mal gleich auf den Resilienz-Workshop hingewiesen, den ich im August gebe. Und ein Platz, der schon weg war, ist jetzt wieder vakant. Also, vielleicht hat ja jemand von euch Lust. So oder so, für heute wünsche ich euch aber noch einen wunderschönen Sonntag. Bis nächste Woche.